Hallo und willkommen zurück zum Biathlon. Jetzt sind wir in der letzten Folge Zehnter geworden und jetzt kommt natürlich die Verfolgung in Antholz, wo wir auf der ersten Runde wahrscheinlich wieder abgehängt werden. Allein läuferisch ist das, wie gesagt, immer noch nicht so tipptopp. Wir machen ein bisschen Schießtraining, was ich viel häufiger vorher hätte machen müssen. Oh. Schieß! Ach, fuck. Nicht ruckeln. So, ich brauche Sekunden. Ach, fuck. Dann geht denn das noch? Ach fuck, warum hat es da nicht geschossen? Was? Dafür gibst du 50 Punkte, willst du mich verarschen? Die hatten wir doch ohnehin schon. Na super, ey, hat ja voll viel gebracht und ich dachte, ich wäre jetzt hier voll der Pro-Gamer. Naja. Na super, haben wir wieder mal 0,3 Punkte extra bekommen. Ach, da stehen sie schon hinter uns und lauern. Ja, perfekter Start, aber hallo. Ja, und tschüss Jungs, gell, war schön mit euch. Wir sehen uns dann nach dem Schießen vielleicht wieder. Jo, sind wir gleich mal auf Platz 12 zurückgefallen, aber war zu erwarten. Nee, Bergspezialist hier nicht. Gehe ich mal nicht in die Hocke. Ich glaube, das bringt nicht so richtig viel. Springen wir mal in den Berg rein. Und hier vorne müssen wir sprinten. So, 5 Sekunden verloren, hier kurz in die Hocke. Ach, jetzt wollte ich gerade sprinten, verdammt. Na, so geht's doch schon besser. Allerdings eine Kraft niedrig, das war nicht so clever, den Bergspezialisten dort einzusetzen. Dann will die da vorne jetzt sprinten, aber das können wir auch machen. Jetzt geht es eher erstmal nur in die Hocke. Aber die bleiben dort auch in der Hocke drin, also die gehen da auch hier nicht raus. Von daher, warum sollen die da schneller unterwegs sein als wir? Ach Mist. Okay, nee, der Sprint bringt aber was. Da macht er nämlich dann spontan Tempo. Dauert nicht so lang, bis er auf Touren kommt. Das ist ziemlich guter Tipp. Habe ich, glaube ich, auch vorher nicht richtig umgesetzt. So, wir sehen sogar noch welche beim Schießen. Ist ja ein Traum. Kommen also näher ran. Aber maximal Platz 10, dass wir den verteidigen. Bisschen zittrig gewesen. Da legt da mal einen Sprint hin, verdammt. So, sind wir wieder auf Platz 10 vorgelaufen, so wie ich mir das gewünscht hatte. Na,
Na, ich sollte vielleicht auch nicht zu viel sprinten. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, die Konkurrenz ist hinter uns. So ist es nicht, dass wir hier ganz einfach unterwegs sein können. So, ich bleib hier mal oben. Geh nicht in die Hocke. Hab ich eben ja auch schon gemacht auf der ersten Runde. So, da können wir dann gleich wieder in die Abfahrt reinsprinten. Hier schön in die Hocke gehen. Hier etwas früher wieder raus, damit wir das Tempo mitnehmen. Und hier können wir... Ach, fuck, jetzt war die Aufnahme weg. Ach, Mist, verdammter. Jetzt ist mir gerade dieses Aufnahmeprogramm weggebrochen. Das hat natürlich jetzt gekostet. Das war jetzt ärgerlich. Jetzt waren wir echt mal gut unterwegs. So, ein kleiner Sprint. Vielleicht noch ein kleiner Sprint. Beziehungsweise sprinten doch mal hier rein. Ach, wie kacke. Das hat jetzt bestimmt 5-6 Sekunden gekostet. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gleich aussehen wird. Oh, okay. Das war auch wieder nicht optimal. So, wie gesagt, kurze Sprints sind der Shit. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Gar nicht so lang drücken immer. Ich mache jetzt nur noch Sprints. Bis zum Schießstand. Ach, wie ärgerlich das jetzt gerade war. Gerade dort in der Abfahrt, wo ich nochmal sprinten wollte, war es auf einmal kurz weg. So, jetzt konzentriert schießen. Ist aber ordentlich windig. Na komm schon. Naja, vielleicht Platz 10, vielleicht. Aber wie gesagt, mit dem kleinen Aufnahmeruckler eben drin, wird es dann doch schwer. Ja, da sind wir... Nee, da sind wir 12. Das hat dann doch nicht sollen sein. Schade. Die Jungs da vorne kriegen wir nicht mehr. Ja, das war jetzt ein bisschen ärgerlich, weil, wie gesagt, da haben wir viel Zeit verloren. Ne, bringt nichts, hier in die Hocke zu gehen. Definitiv nein. Ach, scheiße. Jetzt auch noch blöd. Da sehen wir sie auch schon vorne gar nicht mehr. Aber gut, war nur die Verfolgung. Wir waren immerhin mal 10. Und hier kann man eigentlich schön reinsprinten in diese Abfahrt. Diese ganz minimale Abfahrt. Wie gesagt, dann habe ich das läuferisch auch schon ein bisschen besser raus. Dann verliert man nicht mehr ganz so viel, wie das bislang sonst immer der Fall war. Wenn das Aufnahmeprogramm stabil ist, ich habe zu viel Stardew Valley drauf. Ich muss das endlich mal bearbeiten. Ja, da hätte man noch ein Stückchen weiter sprinten können. 34 Sekunden haben wir verloren. Ja, hier kann man nicht sprinten. Ach Gott, ey, jetzt steht er komplett. Okay, ich habe es einfach mal versucht. Und ob wir jetzt 12. oder 13. werden, ist dann auch egal. Vielleicht kommen wir noch an ihm vorbei. Na, jetzt sprintet er natürlich auch. So, hoch! Ah, okay, hier ist wieder dieser Bug. Okay. Wo alle irgendwie durcheinander laufen. Sprinten können wir jetzt eh nicht mehr. Dann wären wir 10. Naja.
Das ist schon ein Geister-Biathlet. Er kommt einem entgegen. Etwas ungewöhnlich. Naja, was soll's. Das war jetzt kein gutes Rennen, aber es war okay. Sagen wir mal, es war okay. Lag jetzt halt wirklich daran, dass die Aufnahme kurz weg war. Ach, wir werden als Elfter gewertet. Okay, dann sind wir Elfter geworden, nicht Zehnter. Haben einen Platz also quasi verloren. Die Zehner-Schützen sind wieder unter sich. Aber ich denke mal, das kriegen wir beim nächsten Rennen besser hin. Verfolgung ist eh nicht so meins. Punkte kriegen wir generell diese Saison gar keine. So, und jetzt geht's zum Massenstart. Och nee. Ich will keinen Massenstart haben. Och. Ich hasse Massenstart. So, da müssen wir die Trefferpunkte auf jeden Fall jetzt mal mehr machen. Na komm schon. Nur immerhin 93 Trainingspunkte, das ist doch schon mal mehr als sonst. Ja, super. Jetzt sind wir fast am 80er Bereich dran. So, jetzt leider nochmal. Eben nämlich jetzt komplett die Aufnahme abgestürzt. Ganz toll. Nun gut. So, guter Start, naja. Ich würde gerne mal einen kleinen Sprint hinlegen. Vielleicht nochmal einen kleinen Sprint, aber die ziehen eh weg. Da haben wir keine Chance. Die hauen am Anfang auch so viel Energie raus, da können wir gar nicht mitfahren. Okay, komm schon. Dranbleiben, mein Freund. Na, wir sind immerhin ganz ordentlich mit dabei. Aber die sprinten hier durch die Gegend, das ist nicht mehr feierlich. Bergspezialisten würde ich jetzt gerne nicht machen. So, die gehen alle in die Hocke, wir bleiben mal oben. Ich glaube, dann können wir nämlich mehr Schwung mitnehmen. Ich hoffe mal, wir verlieren jetzt nicht allzu viel Zeit, wobei die da vorne schon wieder ordentlich wegziehen. Das ist echt, ach, das ist zum Kotzen. Ja, und tschüss, ne? Schon mal wieder 10 Sekunden verloren. Das ist einfach nicht schön. So, aber wir sehen sie immerhin noch. Da sind sie doch alle. Jojo, wir sehen sie gerade noch so. Ich hau jetzt hier mal ein bisschen mehr Energie raus. So, jetzt geht's in die Abfahrt. Dann können wir uns eh ausruhen. Aber die sind da vorne schon ums Eck. Na klar, sicher. Hier aus der Hocke gehen bringt nichts. Haben wir eben schon mal gemacht. Das sollten wir lassen. Oh, jetzt habe ich gerade. So, immer. Dann direkt in den Sprint reingehen, dann geht er nämlich sofort auf eine hohe Geschwindigkeit. Kostet zwar Kraft, aber bringt auf jeden Fall viel mehr. Muss man ja alles erstmal lernen. So, jetzt kann ich schon nichts mehr machen. Da liegen sie alle schon mit ihrem Prachterschen und sind am Schießen, während er da ganz eine ruhige Kugel schiebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm schon. Na, ja, das war doch eigentlich eine gute Schießeinlage. Kann man nichts sagen. So, da kommen sie alle aus der Strafrunde raus. Und dann sind wir auf Platz 9. Immerhin Platz 9. Das hätte schlimmer kommen können.
Ja, Platz 9. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil wir es läuferisch wahrscheinlich wieder verkacken werden. So, hier können wir wieder gleich kurz sprinten. So, nehmen das Tempo wie gesagt hier mit in die Hocke gehen, da muss man dann immer wieder neu Schwung holen. Hier aber nochmal ganz kurz aufpassen. Ah, hier verlieren wir wieder Zeit. Ich denke mal, da werden auch gleich welche an uns vorbeilaufen. Komm, hier können wir nochmal länger sprinten. 15 Sekunden Rückstand. Na komm schon, hau rein, Junge. Geh weg mit deinem blöden Arsch. So, einen Bergspezialisten können wir nicht mehr machen. Und der wird am Berg wahrscheinlich jetzt auch vorbeiziehen. Oh Gott, jetzt sind sie alle hinter uns, wie gemein. Das macht mich so nervös, aber da sind die einfach schneller. So, mit den ganz kurzen Sprints. Es läuft besser, aber jetzt müssen wir hier wieder in die Abfahrt reinsprinten. Die gehen da vorne schon in die Hocke. Ich bleib mal etwas länger oben. Kraft ist jetzt schon ziemlich im fast roten Bereich. Und wer auch immer unsere Skier wächst, der gehört erschossen. Also wie gesagt, das mit den kurzen Sprints ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert und wehe, es ruckelt jetzt. Dadurch gewinnt man so viel. Hör auf zu ruckeln, verdammt. Nicht jetzt beim Schießen. Wehe. Okay, komm, ab geht die Post, Freund. Ab geht's. Das könnte ein gutes Rennen werden. Das kann ein gutes Rennen werden. Da kommen einige aus da. Da sind aber noch einige auch drin. Damit sind wir wieder auf Platz 9. Also wie gesagt, danke für den Tipp mit dem kurzen Sprints. Das ist super. Habe ich bislang einfach immer falsch eingesetzt. Aber läuferisch werden wir da jetzt noch von einigen geschluckt werden. Naja, Platz 9. Wie sieht es hinter uns? Wir haben eine Lücke hinter uns. Wir haben eine Lücke. Also Platz 9 ist vielleicht sogar drin. Das wäre doch super. Endlich mal. Na gut, Top 10 hatten wir schon. Aber mal eine bessere Top 10. So, 21 Sekunden Rückstand. Die Ausdauer ist jetzt leider niedrig. Ich sehe gerade gar nicht mehr, was los ist. So, komm schon. Wir haben eine Lücke nach hinten. Boah, die kommen jetzt aber näher. Ich will nicht noch eingeholt werden. Vor allem jetzt auf der Abfahrt da vorne. Bitte nicht. Bitte nicht. Und jetzt kommt auch die Fliege wieder zurück. Aus der Folge davor. So, wir, die kommen jetzt auf der Abfahrt nochmal ran. Ich wette, die kommen nochmal ran. Da ist einer ganz dicht hinter uns. Das gibt's doch nicht. Du mieser Sack auf der Abfahrt, ey. Bleib weg, du Arsch. Das ist meine Platzierung hier. Boah, jetzt bin ich angespannt. Komm schon, ich will Neunter werden. Nein, bleib weg, du Arsch, ey. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Hä? Achso, die laufen hier ja eben Kreis. Der Antholzbug. Habe ich schon wieder vergessen.
Na komm schon. Jetzt auch nochmal alles rein, nicht stehen bleiben. Ja, aber gut, wir wären vielleicht Zehnter geworden. Zehnter wären wir definitiv geworden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich Siebter geworden sind. Aber der Antholz-Bug spielt uns natürlich hier in die Karten. Vielleicht gibt es dann sogar mal ein paar Punkte für. Jawohl, achter Platz dann im Endeffekt. War ein ordentliches Rennen. Ich meine, die Zeit, 23 Sekunden haben wir verloren. Das war schon deutlich mehr. Mit den kurzen Zwischensprints, wie gesagt, das ist der Shit, würde ich es mal nennen. Das bringt wirklich was. Wir schießen eigentlich auch dauernd null Fehler, seitdem ich auch liegend eben den Schießspezialisten noch mit reingenommen habe. Gewonnene Erfahrungspunkte 40, ein Traum. Und wir sind 13. Das wird sich in diesem Leben auch nicht mehr ändern. So, jetzt geht's nach Pyeongchang. Denn zum Sprint der Männer, die Weltmeisterschaft. Wird bestimmt wieder gesperrt auf YouTube. Machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich muss das jetzt alles ein bisschen zusammenschneiden. Aber eigentlich richtig cool. Mal schauen, auf jeden Fall ausverkaufte Hütte hier in Pyeongchang. Freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dann.